Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, wir sind mit Val hier noch in den Ruinen von Far Horizon unterwegs. Wenn ich mich recht erinnere. Und die, ja, haben hoffentlich ein Backup. Oh, heilenden Himmelsstrauch sammeln, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Und die, ja, sollen angeblich so ein Backup von der Gaia-KI haben, dass wir es hier finden, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln, denn ich habe das Gefühl, das wird eher das Ziel des gesamten Spiels sein. Schauen wir mal, wo seine Schwachstellen sind. Ja, okay. Wir können das sogar markieren, das Teil, was eine Schwachstelle darstellt. Ah, Moment. Wir können ja hier auch mal die Viecher durchsuchen. Okay, ich könnte ja hier direkt eine Sprengfalle hinlegen, wenn ich es denn möchte. Denn das Viech wird safe hier noch einmal vorbeilaufen. Moment. Oh. Okay, ich gehe noch einmal auf Nummer sicher. Spur markieren. Ja, doch, genau. Okay, oh, oh. Nein, was? Als ob mich das Viech hinter dem Baum entdeckt hat. Ach, so eine Scheiße. Autsch. Na, so viel dazu. Uff. Wie genau hätte ich jetzt die Falle nochmal platziert? Sie haben uns noch nicht gesehen. Ich sollte mal scannen. Oh. Ah. Das darf doch nicht wahr sein. Ne. Ne. Alter, was war das denn? Oh Mann, die Falle natürlich schön idiotisch platziert, wo sie nicht hingehört. Ach. Herrgott nochmal. So sollte das natürlich nicht laufen. So. Platziert. Wahl, ich würde da weggehen. Das wird gleich ordentlich rumsen. In der Zeit kann ich ja schon einmal da hinten das Viech markieren. Und dann markiere ich die Spur von dem Vieh. Schauen wir mal, wo seine Schwachstellen sind. Wie heißen die Viecher? Wühler. Okay, statt ein Gräber ein Wühler. Ja, ja, ich habe die Sprengfallen schon ausgewählt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, nice. Hammer. Oh, jetzt ist das andere Viech aber leicht alarmiert, oder? Durch den Krach. Macht ja durchaus Sinn. Ich warte mal so ein kleines bisschen, bis der gelbe Pfeil verschwindet, falls er überhaupt verschwindet. Aber ich will mal davon ausgehen, dass der verschwindet. Ja, doch, jetzt sehe ich, jetzt habe ich das Fragezeichen da oben gesehen. Also, so lange muss ich wahrscheinlich warten, bis die Aufmerksamkeit der Gegner wieder nachlässt. Bis ihr alarmierter Zustand verschwindet. Okay. So. Na dann. Zack. Jetzt werde ich wieder ein kleines bisschen warten, aber das ist ja okay. In der Oh nein. Oh ja, komm hierher, genau, komm schön in die Falle rein, ich bitte dich drum. Komm jetzt richtig nah ran jetzt, und zwar auch möglichst nah an die Falle heran. Oh, das würde ich gerade so feiern. Natürlich bleibt er kurz vorher stehen, ne? Ach, natürlich. Ach du Mistvieh. Na gut, aber wenigstens geht er jetzt zu dem Ort hin, wo er als nächstes hingegangen wäre, anstatt, ja, das Ganze ein bisschen, noch in die Länge zu ziehen, sagen wir es mal so. So, stellen wir noch eine Sprengfalle her. Wir wissen ja nicht, wann wir die das nächste Mal gebrauchen könnten. Der Bams! Hammer! Alles sicher. Sehr gut. Gut. Gräber, Wühler, Bams. Oh, richtig schön viel Zeug. Sehr gut. Ja.
noch mal ein bisschen mehr Zeug einsammeln. Ich habe noch genug Pfeile, das reicht an sich eigentlich. Viele Ruinen der alten Welt. Alles so? Sie haben alle ihre Geheimnisse, aber jeder Ort ist anders. Okay, für die Schnellreisepakete brauche ich noch Fleisch. Das bekomme ich ja normalerweise von frei herumlaufenden wilden Tieren, die man ja auch schon im ersten Teil in der freien Welt finden konnte. Und von denen, ja, musste man am Anfang noch ein paar erledigen. Im ersten Teil gab es dann ja irgendwann noch das goldene Schnellreisepaket, wenn ich mich recht erinnere. Dass man dann gegen einige Ressourcen tauschen musste. Und dafür musste man danach dann quasi nicht mehr wirklich wilde Tiere erledigen. Okay, ich glaube, es sei denn, man möchte irgendwelche Gesundheitstränke brauen. Ich meine, für Gesundheitstränke bräuchte man auch Tierfleisch. War zumindest im ersten Teil so. Kann ja sein, dass es sich hier geändert hat. Das will ich nicht ausschließen. Oh Mann. Oh. Komme ich gar nicht hier um die Wurzeln oder um den Baum herum oder was auch immer. Gut, ich denke mal, ich habe hier jetzt alles einigermaßen erkundet. Ist hier irgendwo eine Leiter, die ich... Nee, ich muss einfach nur hier hochspringen. Ah. So einfach kann es sein. Wow. Die Maschine von vorhin ist wohl unterwegs. Das Tentakel. Viech. Ja, noch nicht, aber ich habe das Gefühl, wir werden dem Viech definitiv noch begegnen. Also... Oh, sehr schön. Also ich bezweifle sehr stark, dass wir dieses Viech tatsächlich gar nicht mehr sehen werden und dass wir, dass es uns auch auf Dauer in Ruhe lässt. Das werden wir safe noch mal von nahem zu Gesicht kriegen. Bin ich mir sicher. Da draußen zieht ein ganz schöner Sturm auf. Ja. Sie werden stärker. Und häufiger. Also die Stürme, die geplagten Lande, die Flüsse und Seen voller Algen? Das sollst du alles gerade biegen? Ja. Aber das geht nur, wenn ich das Backup finde. Ich glaube, wir schlängeln uns zum Rechenzentrum durch. Wir müssen durch das große Gebäude da hinten rechts durch. Alles klar. Hey, immer. Bar. Oh. Hier sind Daten. Du kannst sie mit dem Fokus scannen. Halte R3 gedrückt, um deinen Fokus zu aktivieren und Datenpunkte nach Informationen abzuscannen. Ja, wir haben Wahl zwar gerade eben gesagt, dass er das tun muss, wir machen es aber trotzdem selbst. Alles klar. Immer an Aloy halten. Sie weiß ganz genau Bescheid. Die Erfahrung aus dem ersten Teil macht sich bezahlt. Textprotokoll. Technologie, die Far Zenith mit Zero Dawn getauscht hat. Aber nichts darüber, woher sie ein Backup haben. Ich halte Ausschau nach mehr Daten. Okay, entschuldigt. Nicht Far Horizon, Far Zenith. Oh, viele Glyphen. Das schaue ich mir später genau an. Okay. Wir schauen es uns jetzt nochmal genau an. So, Zero Dawn Handelsabkommen. Text, Datenpunkte, Quests. Textprotokoll, Datenbeschädigung partiell. Zusammenfassung des Verantwortlichen des Hohen Rats. Die Verhandlungen mit den Vertretern von Zero Dawn sind abgeschlossen und ich bin ausgesprochen erfreut, dass wir uns auf ein beiderseits profitables Abkommen einigen konnten. Es zeigt, dass Zuckerbrot für gewöhnlich besser wirkt als Peitsche, im Gegensatz zu den weniger taktvollen Vorschlägen einiger unserer eher reaktionären Mitglieder. Zusammengefasst liefert Far Zenith eine Kopie des Prototyp Homer-Archivs, bereits gesendet. 500 Ektogenese-Kammern müssen aus dem Lager unserer Ninma-Anlage beschafft werden. Zusätzliche Ektogenese-Forschungsberichte. Im Gegenzug erhält Far Zenith in der Woche vor dem Start der Odyssee eine Kopie des Alpha-Builds der Apollo-Datenbank. Unsere Einschätzung des Zero-Dawn-Zeitplans zufolge sollte sie zu diesem Zeitpunkt ein fast vollständiges Archiv des menschlichen Wissens sein. Es sollte beachtet werden, dass Dr. Zobek nur sehr ungern dazu bereit war, aber ich habe ihr klargemacht, dass dieser Punkt nicht verhandelbar ist. Als unser loyaler Medienvertreter werde ich weiterhin sämtliche öffentlichen Gespräche mit Dr. Zobeks Team führen, während Daten beschädigt. Aha. Ja, bin generell gespannt, wie sehr diese Firma am Ende noch mit Zero Dawn zusammengearbeitet hat. Wir müssen wohl hochklettern.
Ja, für Aloy doch kein Problem. Für Val denke ich mal auch nicht. Ich meine, ah, guck mal, Leiter runterlassen. Zack. Runter damit. Für den guten Val wird es, denke ich mal, auch keine große Schwierigkeit sein. Ich meine, er ist Aloy bis hierhin gefolgt. Ne? Und ich glaube kaum, dass er das ohne Klettern teilweise geschafft hat. Deswegen, der gute Mann wird das auch recht gut hinkriegen. Oh. Es ist ja auch 1000 Jahre alt. Und das Alter macht sich bemerkbar. Auch bei solchen Klettervorrichtungen. Sieht aus wie ein Besprechungsraum. Die Tür auf der anderen Seite ist verschlossen. Da und beim Tisch ist noch eins von den leuchtenden Dingern. Ah. Ich habe gerade eben überlegt, muss ich ihm vielleicht noch eine Leiter runterlassen? Scheinbar nicht. Gut. Vielleicht dann das Ding auf dem Tisch irgendwas. Ja, schon klar. Holoprojektor aktivieren. Anzu. Das Zero Dawn Terraforming System. Eine Erfindung von Dr. Elizabeth Sobeck. Mit der Hilfe von neuen Unterfunktionen ist Gaia, der Kern des Systems, in der Lage, Planeten fortgeschritten zu entwickeln, was unseren Kolonialisierungsanstrengungen zugutekommt. Verfahren Phase 1. Das Ziel innerhalb von Projekt Zero Dawn etablieren. Status vollständig. Phase 2. Das Ziel wird insgeheim eine vollständige Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen in das Rechenzentrum dieser Anlage hochladen. Wenn alles gut geht, erfahren die Zero Dawn-Angestellten rein nichts von der Übertragung. Risiken. Wird diese Operation entdeckt, könnte Zero Dawn die bereits verhandelte Apollo-Datenbank einbehalten. Travis Tate, der Hacker-Experte, der sich um das Hades-Protokoll kümmert, darf auf keinen Fall davon erfahren. Außerdem muss auch gegenüber Dr. Sobeck selbst äußerste Vorsicht gelten. Als eine der herausragendsten Technologinnen der Welt könnte sie unvorhergesehene Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben. Die Exekutivzusammenfassung ist abgeschlossen. Beurteilung hängt an. Ich dachte, Elizabeth hätte das Backup hergeschickt. Was nicht stimmt. Farzenith hat Gaia gestohlen. Aloy, warum sieht die Frau aus wie du? Ist okay, Val. Wir sehen uns ähnlich, weil sie exakt ich ist. Gleiches Genmaterial. Aber sie war eine der Alten. Wie kannst du sie sein? Und zwar wurde ich nicht geboren. Ich wurde geschaffen. Von einer Maschine. Ich habe keine Mutter und wurde als Kind verstoßen. Ich verstehe das nicht. Welche Maschine erschafft einen Menschen? Erinnerst du dich, dass ein Backup eine Bedienungsanleitung ist? Es ist noch mehr. Sie heißt Gaia. Und lange Zeit kümmerte sie sich um die Welt, bis sie sich selbst zerstören musste. Dann schuf sie mich, um sie zu retten. Ich bin die Einzige, die das kann. Und hier ist meine letzte Hoffnung. Du hast mal gesagt, dass die Göttin zu dir sprach, als du in den Urmutterberg gingst. War das diese Gaia? Ja. Aber sie ist nicht die Göttin, Val. Es gibt keine. Woher weißt du das? Klingt, als hätte sie dir eine heilige Aufgabe gegeben. Ich habe viel darüber nachgedacht. Mit dem Fokus wirst du das auch, aber jetzt? Laut dem Bericht wollten sie die gestohlene Gaia-Kopie im Rechenzentrum lagern. Also müssen wir dahin. Okay? Alles klar. Datenpunkt entdeckt 4 von 23. Projekt Anzu. Griff nach den Sternen. Durchsuche die alten Ruinen nach einem Gaia-Backup. Datenpunkt entdeckt 2 von 39. Info-Update. Textnachricht von F. Yahiaoi. Datenbeschädigung partiell. Von F. Yahiaoi habe ich
eindeutig falsch ausgesprochen, bin ich mir sicher. An FZHR, betreff Info-Update, 1. Juni 2065. Geschätzte Mitglieder des Hohen Rats, anhängend der gewünschte Bericht. Ich gehe davon aus, dass ich Ende der Woche weitere Informationen liefern kann. FY, Anhang Elisabeth Sobeck. Alle Quellen weisen darauf hin, dass Dr. Sobeck weiterhin fieberhaft an der Entwicklung von Gaia arbeitet und dabei bis an ihre psychischen und physischen Grenzen geht. Ihr untersteht ein großes Team, aber unsere Quellen berichten, dass sie ihre Zeit meist allein verbringt, was ihren bisher dokumentierten Gewohnheiten entspricht. Weitere Einzelheiten siehe Hauptdatei. Schlussfolgerung: Dr. Sobeck ahnt nach wie vor nichts von Projekt Anzu. Sie wird weiter beobachtet, um eventuelle Verhaltensveränderungen festzustellen. Ted Farrow, Mr. Farrow zeigt weiterhin extreme Schuldgefühle und psychische Instabilität. Sein Retterkomplex, siehe Hauptdatei, hindert ihn daran, sich mit seiner Verantwortlichkeit für die bevorstehende Vernichtung des Lebens auf der Erde auseinanderzusetzen. Seine Aufmerksamkeit ist zwar hauptsächlich auf den Bau von Theben gerichtet, doch unseren Quellen zufolge hat er vor kurzem Hank Shaw dazu gezwungen, eine geheime Hintertür im Zero Dawn-System zu installieren, mit deren Hilfe die Alpha-Autorität aufgehoben werden kann. Es ist unklar, was Mr. Farrow damit bezweckt. Er könnte damit zwar den Erfolg von Zero Dawn gefährden, es sollte jedoch keine Auswirkungen auf die Ziele von Anzu haben. Schlussfolgerung: irrelevant für die Ziele von Far Zenith. Keine weiteren Maßnahmen notwendig. Hank Shaw. Der letzte Kontakt mit Mr. Shaw hat bestätigt, dass er die Arbeit in seiner Rolle als Projekt Beta der Hades-Unterfunktion fortgesetzt und seine Verbindung zu unserer Organisation unbemerkt geblieben ist. Er hat für seine Koje auf der Odyssee eine Premium-Ausstattung gefordert, was bewilligt wurde. Schlussfolgerung: Mr. Shaw liegt mit der Lieferung einer Kopie von Gaia im Plan. Nach der Übertragung wird er vor dem Start der Odyssee aus der Gleichung gestrichen. In Maßnahmenplan sind Daten beschädigt. Aloy, hier drüben. Ich habe was Nützliches für dich gefunden. Durchsuche die alten Ruinen, ja, haben wir. Und jetzt rede mit Varl. Ihnen hilft sie nicht mehr. Aber uns vielleicht. Okay. Kleinen Augenblick. Ich würde nur noch mal ganz kurz in die Optionen gehen und die Audio-Einstellungen doch noch mal so ein bisschen hochschrauben. Alles noch mal um 10%, um ehrlich zu sein, weil gerade die Stimmen sind mir teilweise gefühlt zu leise. Eine Waffe. Danke, Val. Wir sollten weitergehen. Nach dir. Erhalten Frostsprengschleuder. Sprengschleudern feuern Bomben mit großer Flächenwirkung ab. Diese Waffe feuert Frostbomben ab. Verwende sie bei Gegnern, um sie in den Brüchigzustand zu versetzen. Gegner im Brüchigzustand sind anfällig für Stoßschaden. Okay. Genau, L1 Waffenrad und dann kann ich die Dinger hier direkt auswählen. Ja, die Sprengschleudern, ich erinnere mich dran. Je seltener die Sprengschleuder ist, desto mehr Bomben können wir damit abfeuern. Da sind Eisbomben nur der Anfang. Oh, da soll ich lang. Und da in der Ecke ist eh nichts, na gut. Okay, zur Kante fallen lassen, ah. Wow, okay. Passt ja. Irgendwas anderes hier? Ich glaube, wir sind fast wieder draußen. Gut. Okay, war ja klar, dass das Backup nicht direkt hier ist, wenn sie es gestohlen haben. Wird woanders sein. Ja, das muss die Maschine sein. In die gleiche Richtung unterwegs wie wir. Toll. Aha. Können wir echt gar nicht gebrauchen gerade. Aber können wir auch genauso wenig ändern. Von daher. So eine Maschine. Oh. Ich könnte die neue Waffe ausprobieren. Ja. Könnte ich. Ah, hat nicht ganz gereicht. Jetzt. Jawohl. Nice. Sie hatten keine Chance.
Eieieiei. Oh, Rohstoffbehälter. Nice, mit Sprengpaste. Also, dieses Backup ist also die letzte Hoffnung? Ja. All die Orte, an denen ich zuletzt war. Dort sollte es mehr Backups geben. Doch vor 1000 Jahren hat jemand namens Ted Farrow sie alle gelöscht. Gehörte er auch zu Farsine? Nein. Er war schlimmer. Hier kommen wir vielleicht rüber. Vor allen Dingen all die Sachen, die sie im ersten Teil rausgefunden hat, dann noch einmal Varl zu erklären, der das Ganze nicht richtig glauben kann und ja noch so ein bisschen in den Traditionen des Stamms vertieft ist. Uiuiui. Ist für ihn sicher auch dann nicht leicht. Wow. Okay, das war jetzt schlecht. Aber irgendwie bezweifle ich auch, dass ich diesen Sprung irgendwie anders schaffen könnte. Wenn überhaupt. Huch. Naja, klettern wir erstmal hier hoch. Und sehen dann weiter. Oh. Zack. Hihihi. Ich benutze natürlich den Greifhaken so oft wie möglich. Okay, hat gepasst. Selbst wenn es nicht immer notwendig sein sollte, ne? Aber wenn es die Möglichkeit gerade anbietet, dann nutze ich das Ding, verdammte Axt. Dagegen lässt sich ja an sich nichts einwenden, oder? Wow. Dieses große Metall, das sind wieder Schiffe und Vitoren. Ja, was daran? Stell dir vor, damit zu den Sternen zu fliegen. Diese Typen hatten keine Chance. Okay. Das hier kann ich ja wieder scannen. Neuer Datenpunkt. Buch. Ein Tagebuch voller hastig gekritzelter Glyphen. Okay. Stöberer-Tagebuch. Tag 1. Wir sind ins Tal hinabgestiegen und in die Ruinen eingedrungen. Der Boss hatte schon immer eine gute Nase für Stöberstellen. Aber bei der Schmiede, er hatte recht. Dieser Ort ist unberührt. Wir mussten ein paar Maschinen erledigen, als wir unsere Sachen hergeschafft haben. Lästige Viecher, die aus dem Boden kommen. Aber ansonsten haben wir diesen Ort ganz für uns allein. Wir haben unser Lager in der Nähe des Haupteingangs aufgeschlagen. Faruf hat sich fast zu Tode erschreckt, als er seinem Hammer fallen gelassen hat und der die Stufen runtergekriegt ist. Ich nehme an, der kleine Stöber zum ersten Mal, obwohl er etwas anderes behauptet. Immerhin hat er das Glück, dass wir nicht unter die Erde müssen. Tag 2. Wir sind weiter in die Ruinen vorgedrungen. Der Boss hat seinen neuesten Prototyp ausprobiert. Er nennt ihn Haken und Zier. An dem Namen sollte er noch arbeiten, wenn du mich fragst. Ich habe Faruf einen einfachen Trick zum Schätzen von Beute gezeigt. Je weniger Rost dran ist, desto höher ist der Preis, den man in Meridian dafür erzielt. Alles in allem ein guter Tag, bis er behauptet hat, er hätte die Bäume am anderen Flussufer schwanken sehen. Der Kleine ist nervöser als ein Frosch auf heißen Kohlen. Tag 4. Mitten in der Nacht war ein tiefes Grollen zu spüren. Vielleicht ein Erdbeben, aber die ganze Truppe ist jetzt nervös. Der Boss hat die Hälfte von uns angewiesen, weiter drinnen ein zweites Lager aufzuschlagen. Er meint, wir räumen die Ruinen schneller aus, als wir uns aufteilen. Ich werde nicht widersprechen. Ich glaube, ich mache eine Trainingsattrappe für Faruf. Der Kleine würde nicht mal gegen einen Gräber ankommen. Tag 6. Es sind nur noch wenige von uns übrig. Der Kleine hat's nicht geschafft. Eine Maschine hat ihn an der Flussquerung mit Säure beschossen. Ich kann sie da draußen hören. Ein paar Minuten ausruhen, dann wollen wir loslaufen und... ... Ja. Dazu ist es dann wohl nicht mehr gekommen, ne? So... Am anderen Ufer scheint jetzt bis auf dieses Reinholzvorkommen auch nichts anderes gewesen zu sein. Deswegen kann ich dann ja gleich weiterlaufen. Ich wollte gerade sagen, hallo? Da war doch eindeutig gerade eben noch was. Da vorne patrouillieren Maschinen. Wir können sie im Fokus markieren und im Auge behalten. Aha. So. Oh nein. Oh, knapp. Wow, wow, wow. Nein, was? Scheiße. Sorry, Bau.
sorry, war. Okay, einer down. So. Oh. Direkt weitere Pfeile herstellen. Oh, shit. Aus. Scheiße. Ja, ich sollte mich öfter heilen und dann auch ausweichen, aber ich war jetzt so perplex, dass die, da noch eine Maschine war oder dass ich eine von den beiden nicht getötet habe. Oder es waren drei da. Das ist noch am wahrscheinlichsten. Oh, nee. Dann war tatsächlich hier der letzte Speicherpunkt. Autsch. Ja, was daran? Maschinen haben sie zerfetzt. Diese Typen hatten keine Chance. Da vorne patrouillieren Maschinen. Wir können sie im Fokus markieren und im Auge behalten. Oh, nein. Komm schon, schneller Schlag. Ah! Habe ich es noch gekriegt? Ja, doch. Gerade so. Oh. Knappe Kiste. Da hinten ist eine Leiter. Oh boy. Das war jetzt ein bisschen eng. Ich sollte mich hier erstmal ein kleines bisschen verstecken, bis das Viech mich verloren hat. Es sei denn, es kommt direkt hier als nächstes hingelaufen, noch um die Ecke. Darauf hoffe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber nee, es ist gerade dabei, mich zu verlieren. Ist schon mal gut. Und jetzt dürfte es das Interesse verloren haben an der Suche, oder? Ja. Sieht gut aus. Jetzt einmal ganz schnell hier rüber in das Büschel Gras. So. Okay, Spur markieren von dem Vieh. Ah, es kommt tatsächlich hier vorbei. Oh. Oh, oh. Die können mich tatsächlich aus der Entfernung entdecken, hätte ich nicht gedacht. Weg hier. Oh boy. Eng. Oh, sehr eng. Weg mit dir. So. Okay, hat doch auch was Gutes gehabt, das Viech hierher zu locken. Wo ist jetzt das andere Viech? Ach du Scheiße. Das dauert ja noch ewig. Ich habe die Falle leicht falsch platziert. Ganz vorsichtig annähern. Und nochmal entschärfen. Dass ich die nochmal wiederverwenden kann, weil das würde dann mir dann doch ein bisschen zu lange dauern, bis das Viech da ankommt. Leiche durchsuchen, okay. So. Ah, okay, jetzt gerade habe ich volle Gesundheit. Oh nein. Ich habe das Viech gar nicht gesehen. Wo, dort war es. Ups. Ja gut, dass es mich dann entdeckt hat, das wundert mich dann natürlich nicht an der Stelle. Kommt es noch näher ran oder verliert es vorher das Interesse? Verliert wahrscheinlich vorher das Interesse. Okay, ich möchte natürlich bei der Gelegenheit nach Möglichkeit schleichen. So gut es geht zumindest. Und schauen, ob ich nicht eventuell in der Lage bin, das Viech mit einem einzigen Schleichangriff zu erledigen. Werde ich dann ja sehen. Okay. Na komm. Genau das wollte ich, dass du jetzt hier langsam rumkommst. Und jetzt sollte ich hoffentlich da rumlaufen können. Jawohl, das sieht gut aus. Jetzt nur aufpassen. Alter, nee, ne?
Da, gerade eben stand da doch R1 für schneller Angriff. Oh. Oh, oh, eng. So. Okay, meine Güte. Okay, wie kommen wir jetzt hier raus? Das war ja jetzt nett vom Spiel. Von einer Sekunde auf die nächste war die stiller Schlaganzeige weg. Dann habe ich stattdessen normal zugehauen. Ja, danke, Spiel. Meine Güte. Ah. Keine Ahnung, ob das daran lag, dass der Gegner sich spontan mal umgedreht hat. Oder ob der Impuls von dem Gegner, sich umzudrehen, an was anderem lag. Egal. Sei es drum, wir haben es ja auch so geschafft. Ist okay. Ist okay, schätze ich. Nee. Von dort kam ich ja, glaube ich. Genau. Jetzt muss ich hier irgendwo den Weg nach oben finden. Direkt durch die Mauer. Alter, wie viel Zeug ich schon in meinem Vorrat habe. Ah, okay, ich sehe schon. So. Alles klar. So. Aber sag doch mal, Sona fand es okay, dass du nicht in das heilige Land zurückgegangen bist? Als Kriegsherrin der Nora verstand sie, warum ich dir unbedingt folgen musste. Aber als meine Mutter war sie nicht begeistert. Ist sie denn je begeistert? Ich habe sie noch nie lächeln gesehen. Ich auch nicht. Und als ihr Sohn will das was heißen, wa? Eieieiei. Na gut, aber ich schätze mal... sie hat dann... ihn dann gehen lassen, weil sie ihn geliebt hat, ne? If you love me, let me go! Okay, ich werde euch mal meine schlechten Gesangseinlagen ersparen an der Stelle. Oh, nein! Nicht wieder durch das Loch hier fallen in den Boden. Kein Bock, die Stockwerke wieder von neuem erklimmen zu müssen. Muss nicht sein. Okay. Was haben wir denn hier? Einfach ein Treppenhaus. Bis jetzt zumindest. Und jetzt hier einmal hochklettern. Okay. Von den Dingern? Und wenn sie die ganzen Osseram getötet haben, kommen wir niemals bis ins Rechenzentrum. Wir können nicht vorbeischleichen. Und sie nicht frontal angreifen. Wenn wir eine Siedlung suchen und Jäger um Hilfe bitten. Das dauert Wochen. So viel Zeit haben wir nicht. Vielleicht reicht es, wenn das Shuttle runterfällt. Das Ding? Wie? Ich finde es raus. Warte hier. Aloy! Glaub mir. Und weg ist sie. Ja, natürlich, die Expertin. Ich muss zum Schiff kommen, um es irgendwie in die Senke fallen zu lassen. Okay. Das wäre richtig badass, die Viecher auf die Art und Weise zu erledigen. Alter, drei riesige Schlangenmaschinen. Holy shit. Sogar Kobras, um genau zu sein. Zumindest sieht es so ein bisschen danach aus. Krass. Okay, und das Ding auf die Viecher fallen zu lassen, oh, das wäre richtig geil. Und danach die Viecher plündern. Oh ja. Da habe ich Bock drauf, definitiv. Ich sehe schon Gräber, Wühler. Datenpunkte haben wir hier ja schon einige eingesammelt. Oh, Textdatenpunkte, Quests. Haben wir irgendwo einen Textdatenpunkt übersehen? Keine Ahnung. Schade eigentlich, aber für die Platin brauchen wir sie theoretisch nicht alle. Ne? Keine Ahnung momentan, ob es an dieser Stelle überhaupt eine Trophäe für das Sammeln dieser Textdatenpunkte gibt. Kann durchaus sein, aber soweit ich es gesehen habe, scheinen bei Horizon Forbidden West
vorerst auch keine großartigen verpassbaren Trophäen zu sein. Die ein oder andere dürfte durchaus verpassbar sein, aber das meiste andere Zeug kann man sich theoretisch im Laufe der Zeit so zusammensuchen und da scheint es auch egal teilweise zu sein, wann man sich das ganze Zeug zusammensucht. Wir werden sehen. Ich glaube, mindestens eine verpassbare Trophäe gibt es hier tatsächlich. Das werden wir dann aber später herausfinden. Was genau ist denn hier noch neu dazugekommen? Das Notizbuch tut gerade so, als hätte ich irgendwo noch irgendwas übersehen. Oh, hier? Okay. Ach du liebe Zeit. Oh Mann, all diese Tutorials hier. Guckt euch das mal an. Nee, ist klar. Schnellreisen. Ich habe vorher noch nie Schnellreisen in dem Spiel benutzt. Guckt euch mal an, wie viele Menüpunkte es hier gibt. Ich meine, ja klar, zugegeben, ist teilweise für die Leute, die den ersten Teil nicht gespielt haben und vielleicht das Gameplay ein kleines bisschen verinnerlichen wollen. Aber, ich hätte gedacht, das würde sich alles nach und nach freischalten. Aber guckt euch das mal an, da sind ja schon sämtliche Gameplay-Mechaniken von Anfang an freigeschaltet. Normalerweise ist es ja so, dass auch die Tutorial-Nachrichten sich erst so nach und nach freischalten, sodass man nicht zu sehr mit all den Möglichkeiten des Gameplays erschlagen wird. Hier hat man direkt scheinbar von Anfang an alles zur Verfügung. Ja, wenn du herausfinden willst, was sich in dem Spiel noch so alles erwarten kann, game-technisch, auch wenn du es jetzt nicht direkt alles nutzen kannst, dann kannst du es hier nachschlagen. Alles klar. Gut, Leute, dann würde ich aber an dieser Stelle für heute den Part erstmal beenden und dann werden wir im nächsten Part sehen, ob ich es da schaffen werde, dieses Shuttle schon in diese Senke fallen zu lassen. Das stelle ich mir schon ziemlich geil vor, ne? Und danach kommt die große Plünder-Aktion natürlich und dann werden wir von den Maschinen bestimmt einiges an guten Ressourcen kriegen können. Ich bin gespannt. Jedenfalls sei an dieser Stelle erstmal für heute gesagt, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!